da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Horizon Zero Dawn. Ich bin's mit der Eurobum36 und wir machen nun hier spannend weiter. Ich will eigentlich nur Heilsachen sammeln, genau. Da ist ein Fuchs. Sieht gut aus. Und da ist noch eine Wildsau. Noch ein Fuchs. Was habe ich denn da schon wieder markiert extra? Weg damit. Halt, das Lagerfeuer kann ich aber auch mitnehmen. Ganz ruhig. Du bist wirklich aufmerksam. Keine Zeit. So, warte. Warte, was ist denn hier gebrannt? Genau. Nerv nicht. Wo ist denn das Arsenal? Da nicht. Okay. Was haben wir hier? Modifikation, da habe ich schon so viel Mist drin, was ich nicht gebrauchen kann anscheinend. Das wird passen. Varga braucht das für das Schmiedefeuer. So.
Der Karte haben wir ja nichts Interessantes mehr, ne? Okay, dann reisen wir wieder einmal. Und wir reisen. Ups, ach, der Stuhl ist schon wieder. D'accord. Go, go, go! Ich erinnere mich an die Zeit, als das Blut von Katja und Paluk den Boden durchtränkte. Dieser Mord weckt. Du hast dem Jagdgebiet durch deine Leistung große Ehre erwiesen. Es ist vorbei. Es war nicht leicht, aber der Steinbrecher wird nie wieder jemanden verletzen. Die Mörderklaue, erlegt von einer Fremden. Dieser Vers deines Lieds wird weit reisen. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Die Menschen werden ihren Liedern selten gerecht. Du bist eine Ausnahme. Und du hast mir einen Wunsch erfüllt. Mein Feind ist gefallen, wie die vielen Jäger, die er tötete. Mein Freund, mein Häuptling. Er wäre froh, dass anderen nun sein Schicksal erspart bleibt. Nimm dies zum Dank. Du hast es dir mehr als verdient. Blauglanz. Es ist schwer zu glauben, dass Inatut diesen Kaja umgebracht hat. Ja, ich könnte langsam mehr beide Outfits leisten, oder? Nee, immer noch nicht. Schade. Nehmen wir auf jeden Fall noch dieses Outfit hier mit. Abbrechen. Das fehlt uns noch. Ich habe das Teil. Bereit, die Waffe zu flicken? Ich bin immer bereit, eine Waffe zu flicken. Dass ich mal froh bin, einem Donnerkiefer in den Schlund zu blicken. Ich bin es. Es sind nur große Werkzeugkisten, sobald sie dich nicht mehr töten wollen. Glaub mir, Aloy, du wirst diesen Eisdorn nicht wiedererkennen. So. Oh, sie ist perfekt. Speere sind alle gleich. Piekt schlitztot. Öde. Der Kühlsaft fließt jetzt besser. Anpassung hier, noch ein Werfer drauf. Und jetzt schießt sie Eisstacheln. Tada! Ich bin beeindruckt. Viel schöner und mächtiger. Das ist garantiert. Gute Arbeit mit der Waffe, Vaga. Ich sag ja, ich bin gut. Jedenfalls bin ich froh, dass du sie hast. Falls ich etwas finde, das dir gefällt. Ja, bitte. Tut mir leid. So, Moment. Munition. Eiskanone. Das Paket enthält zwei Ladungen, feuert einen starken Einzelschuss ab, der beim Aufprall extreme Standartschaden und niedrige Eiswerfergrad bewirkt. Friere nach Zielen mit dem Eiswerfer ein und schätze mit dem Eiskanon nach. Okay.
Was will sie? Ach so. Verbesserte Eisdorn. Muss ich jetzt Platz machen? Nee, muss ich nicht. Outfits. Muss ich jetzt eigentlich den Häuptling anziehen? Weil wir ja jetzt dann das machen wollen. Schatzkisten. Was ist das hier? Ach so, okay. Spezialobjekte ist das hier mit dem Brillerückenschnabel, ja. Munition. Eiskanone. Feuert einen starken Eisschuss ab, der beim Aufprall extremen Standardschaden und niedrigen Eisschweregrad bewirkt. Friere nähere Ziele mit dem Eiserver ein und setze mit dem Eiskanone nach. Ach ja, dann gibt es wieder neue Tutorials. Okay. Hab viel zu tun. Da ist das gute Stück. Perfekt. Ich habe schon Maschinenöl an den Händen. Hier ist sie. Die Sturmvogelkralle. Und los geht's. Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß. Sieh gut zu, Aloy. Ciao. Nur nicht direkt in die Funken. Okay, ich musste sie praktisch in zwei brechen. Aber sie ist ein Stock. Und das mag ich an Stöcken. Man kann sie so zusammensetzen, wie man will. Und das hast du. Das Ding sieht jetzt viel gefährlicher aus. Sie ist mehr als gefährlich. Sie ist eine echte Vaga-Spezialwaffe. Pass gut auf sie auf. Deine Arbeit an der Sturmschleuder, das war beeindruckend, Vaga. Hey, das war nichts. Ich habe sie nur zu dem gemacht, was sie immer sein sollte. Sie werden so schnell groß. Okay. Ich habe, was du wolltest. Zeig mir, was du mit dem Schmiedefeuer vorhast. Endlich! Ich habe sie schon fast vernachlässigt. Und das geht mir dann doch etwas zu nahe. Sie ist fertig und gehört dir. Aber mach bloß keine Dummheiten. Sieht gut aus. Ich dachte schon, dass du es in einen brennenden Seilwerfer verwandelst. Nee, sie war von Anfang an fast perfekt. Schließlich ist sie ein Vaga-Original. Danke, Vaga. Die drei Waffen sind brillant. Machst du Witze? Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß. Ich sollte dir danken. Ich bin die, die jetzt die Waffen hat, oder? Es wäre falsch, Geld dafür zu wollen, meiner Leidenschaft nachgegangen zu sein. Erzähl das nur Paps nicht. Hier, wenn ich an Waffen bastle, habe ich immer Unmengen von dem Zeug. Vielleicht kannst du es ja gebrauchen. Wie viele von uns sind während der roten Raubzüge umgekommen? Und ein toter Kaja soll nun ein unverzeihliches sein? Niemand verdient es, so wie dieser Kaja zu sterben. Na schön, beide Füße fest am Boden und dagegen halten. Du immer welche finden. Trophäe erhalten, komplett verbesserten Waffen. So, Waffen. Verbesserte Sturmschleuder. Feuert starken aufgeladenen Bolzen ab, die zunehmenden mehr Schaden verursachten. Das Überladen der Waffe macht sie stärker, aber verursacht beim Nutzer Schockschaden. Oh, okay. Das haben wir schon, glaube ich, schon gelesen. Verbesserte Eisdorn. Verbessert mit schwerer Angriff. Das Eis kann man Schlüssel haben, einen langen Aufladen der Zeit, aber verursachen dafür sowohl hohen Schaden als auch Eisschweregrad kann modifiziert werden. Sehr selten. Verbessert mit einem Sekundärangriff dem Feuerstoßer. Schüsse haben einen langen Aufladezeit, aber verursacht dafür sowohl Standardschaden als auch Feuerschweregrad kann modifiziert werden. Ja, okay. Nein, was? Munition, genau. Munition wollten wir uns noch anschauen. Da war das, also das haben wir uns schon angeschaut, okay. Flammenwerfer. Munition. Feuerstoßer. Ein Paket enthält zwei Ladungen. Wirkungsbereich, der beim Aufprall hohen Sprengschaden und mittleren Feuerschweregrad verursacht, hinterlässt eine Brandstelle, die geringen Feuerschaden und Schweregrad über Zeit verursacht.
Okay. Ich schaue gerade, ob ich über die Munition habe. Hier hat sich nichts getan, außer dass er verbessert wurde. Hier muss ich auch noch nachrüsten. Dann. Nein. Inventar, Munition. Feuerstoßer. Wirkungsbereiche Angriff, der beim Aufprall hohen Sprengschaden und mittleren Feuersprengkraft verursacht. Hinterlasst eine Brandstelle, die geringen Feuerschaden und Schweregrad über Zeit verursacht. Okay. Quest. Ja, dann kommt wieder das und das. Ja, ja, ich weiß. Aber keine Zeit jetzt dafür. Tragerkapazität. Aber haben wir alles voll, bis auf den Waffenbeutel. Geil, den kann ich jetzt auch erhöhen. Mit Kaninchenhaut, okay. So. Sei gegrüßt. Optional Rede mit Aratek. Langkerbe ist versorgt, wie gewünscht. Denk dran, das verhalten aus schon nach mehr Frostklauen. Hat ihn überlebt. Wir werden stärker. Selbst drei weitere Jäger haben bestanden. Wir sollten den neuen Kaja-König nicht die Schuld seines Vaters aufgeben. Dies sind andere Zeiten. Die Kälte drängt einen bis in die Knochen. Man vergisst. Aber unser Ziel war, den Berg zu befreien. Und jetzt? Bleibt bereit. Schärft eure Speere. Falls wir nicht zurückkehren, müsst ihr den Schnitt verteidigen. Wenn unser Häuptling damit einverstanden ist. Hört sich vernünftig an. Aber hoffen wir, dass das nicht eintritt. Häuptling? Verantwortung zu tragen ist eine große Last. Das ist mir bewusst. Ich nehme an, du hast noch nicht mit Uriah gesprochen? Warum sollte ich? Das ist es, was sie wollte. Zum Donnerkamp zurückzukehren. Ihr einziges Ziel. Ich hätte also wissen sollen, dass sie meinen Speer beiseite stößt. Als meine Schwester von den Kacha zurückkehrte, war sie verändert. Was widerfuhr Uriah, als sie eine Gefangene der Kaja war? Als Schamanin ist sie geschickt mit Maschinen. Sie verfolgen, sie betäuben. Die Kaja fingen die Maschinen mit ihr für den Sonnenring ein, wo sie auf Unschuldige losgelassen wurden. Sie wurde zum Teil ihrer Blutspiele. Diese Schande, ertragen unter der gnadenlosen Sonne. Sie überlebte. Sie ertrug es. Ertrug es, indem sie an die Stimme dachte. Ihre Bestimmung. Und jetzt ist es alles, was sie hat. Was geschah mit der ersten Expedition? Uriah führte uns zum Gipfel. Aber dort war ein großes Tor. Eine Art Brutstätte. Neues Metall. Wir wollten es durchbrechen. Aber es ging nicht. Wir waren erschöpft. Kein Weg voran, Maschinen hinter uns. Ich entschied mich zum Rückzug. Wir verloren viel. Doch zu bleiben wäre schlimmer gewesen. Ich hatte gehofft, das Uriah nie wieder anzutun. Was glaubst du, ist hinter dem Tor? Ich weiß es nicht. So viel Metall, das tote Brummen. Dort kann nichts Gutes sein. Auf dem Berg erwarten uns Maschinen und Tod. Unserer oder der des Dämons. Und wenn wir die Stimme doch finden? Dann sollten wir sie vielleicht von ihrem Leid erlösen. Moment mal, Brutstätte? Okay, hoffentlich ist das nicht die Brutstätte wie bei unserer Mutter. Ich bin wirklich froh, dass du mich begleitest. Jemand muss auf Uriah aufpassen. Dieser Mord an dem Kaja macht mich nervös. Wird wieder Krieg ausbrechen? Vielleicht. Ich hätte ihn natürlich nicht.
Okay. Gut, das heißt, der Part ist auch schon wieder voll. Wir können uns unterhalten oder jagen gehen. Wir haben noch nie erlebt, dass eine Fremde zum Häuptling ernannt wurde. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein. So, nein, ich will wieder mein Inventar aufräumen, mal wieder. Es ist mir schon wieder voll. Es ist unglaublich. Oh, das kann ich weg, okay. So. Oh, die Loja habe ich jetzt ganz schön gut gebraucht. Wahnsinn. Okay. Wie viel Blauglanz habe ich jetzt eigentlich? Reicht nicht. Okay, es reicht nicht. Aber das letzte Outfit reicht es nicht. Okay, aber wie es hier spannend weitergeht, seht ihr erst im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao.